Also jetzt mache ich es so, wenn ich merke, ich will mit der Person intim werden, dann erzähle ich das. Also ich bin jetzt bei dieser kleinste Größe im Moment. Vielleicht morgen mache ich den. Okay. Also meine ersten Sexualpartner, das war schwierig für mich, weil wie Melek gesagt hat, denkt man, das gehört dazu. Vaginismus, das ist heute unser Thema. Mit mir sitzen hier Laura, Julia und Melek. Ich bin Sabrina von Weiß und ihr seid hier, weil ihr von Vaginismus betroffen seid. Was ist Vaginismus eigentlich? Also Vaginismus würde ich als unwillkürliche Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur beschreiben. Und das betrifft vor allem die Beckenbodenmuskulaturschichten, die die Vagina umgeben. Sodass das Aufnehmen oder Einführen eines Penis oder Gegenstandes einfach richtig schmerzhaft wehtut. Das ist ja auch ein sensibles Thema. Du, Julia, trägst deswegen eine Maske. Wie habt ihr denn erfahren, dass ihr von Vaginismus betroffen seid? Ich habe beim ersten Freund gemerkt, okay, das fühlt sich nicht gut an, nicht richtig an. Internet war mein bester Freund. Ich muss sagen, damals gab es noch viel weniger Informationen als heutzutage. Aber den Begriff gab es schon und es war relativ schnell klar für mich, dass es Vaginismus ist. Erstmal dachte ich halt, okay, mein Körper will nicht oder es läuft halt nicht immer wie geplant. Ne? Und dann mein Ex-Freund kam dann zu mir und hat zu mir gesagt, du hast Vaginismus. und ich dachte mir so, was ist das? Nein, habe ich nicht. Und er hatte so eine Männer-WhatsApp-Gruppe und da hat irgendein Freund ihm einen Link geschickt, also in die Gruppe einen Link geschickt. Und ja, witzig, dass sie darüber reden. Ne? Da habe ich mir das durchgelesen. Ich so, nein, habe ich nicht. Aber dann habe ich es halt gegoogelt, und Vaginismus. Und damals gab es halt sehr viele Blog-Entries. Da haben Frauen immer kommentiert, diskutiert. Und dann, je mehr ich gelesen habe, desto mehr dachte ich, oh, ja, scheiße, ja. Man lernt das schon so, dass wenn man Schmerzen hat, okay, nee, ist normal. Aber beim Vaginismus ist es halt auch ein Krampf. Und das ist dann nicht mehr normal. Dann kann man nicht sagen, nee, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe jetzt Spaß, weil kann man ja gar nicht. Meine ersten Sexualpartner, das war schwierig für mich, weil wie Melek gesagt hat, denkt man, das gehört dazu. Und ich hatte lange das Denken, wenn ich das nicht bediene, dann verlässt man mich. Das heißt, oder ich habe dann Schmerzen ausgehalten. Ich habe da schon ein paar Monate für gebraucht, um dann rauszukommen und zu merken, das tut meinem Körper nicht gut. Es ist total wichtig, seinen eigenen Körper eigentlich kennenzulernen und zu gucken, worauf hat man Bock, was findet man schön an Sex. Jetzt bin ich in einer Beziehung, wo das total klappt und da ist Vaginismus Thema, aber nicht, dass es die Sexualität beeinträchtigt. Und Vaginismus ist zwar ein ziemlich beschissener Part in meinem Leben, aber manchmal habe ich so Momente, wo ich denke, dank Vaginismus habe ich sehr gut gelernt, über Sex zu kommunizieren. Das ist einer der wenigen dankbaren Punkte, die ich aus Vaginismus ziehe, weil man muss kommunizieren. Das ist sehr wertvoll. Genau, man muss halt Alternativen finden oder auch Sex neu definieren, weil Analsex und Oralsex sind ja auch, also gehört ja auch zu Sex. Und Oralsex ist sehr anstrengend. Ne? Also es ist harte Arbeit. Aber auch schön. Und da hat man halt, die Lust wird ja genauso befriedigt wie bei penetrativen Sex. Also man spielt wirklich viel mehr aus. Und das ist eigentlich was Gutes daran. Und wenn man jung ist, ist es schon so, vielleicht werde ich dann verlassen, nein. Aber wird man älter, sagt man, nee, ich mache so Sex. Und entweder machst du mit oder nicht. Was habt ihr denn so ausprobiert, weil Penetration eben nicht möglich ist? Oh. Bei mir ist es oral oder halt Finger. Ich habe eine queere, sexpositive Szene gefunden und auch, dass es polyamoröse Beziehungen gibt, offene Beziehungen gibt. Und ja, ich habe dann auch feministische Sexshops kennengelernt. Das hat mein Leben eigentlich schon ganz schön viel bereichert. Gibt es denn bestimmte Sextoys, die für Vaginismus besonders gut funktionieren oder die besonders gerne genutzt werden? Also bei Vaginismus, es ist so, dass soll man die Vagina gewöhnen, etwas aufzunehmen. Und dafür gibt es verschiedene Dilatoren.
Dilatoren sind die hier dann zum Beispiel? Ja, also das sind Dilatoren aus Glas. Mhm. Die haben auch verschiedene Formen und verschiedene Größen. Und man übt damit, indem man, also man würde sich das jetzt in die Vagina einführen sozusagen und zu schauen, wie das passt, ob das geht, ob sich das gut anfühlt. Das ist ergänzend so, wenn man Vaginismus behandeln möchte. Also am besten wäre so Sexualtherapie oder Psychotherapie, je nach betroffenen Geschichte, also was da wo sinnvoll erscheint. Ich würde sagen, vielleicht würde man gar nicht so mit Dilatoren anfangen, sondern mit einem Spiegel. Bei Vaginismus ist so empfehlenswert, erstmal eigenen Körper mehr kennenzulernen. Und Spiegel hilft das vor allem. Und dann könnte man zu Dilatorentraining gehen. Also das ist wirklich sehr individuell. Ich übe zum Beispiel nicht mit Dilatoren, weil ich einfach nicht möchte oder noch nicht bereit bin. Weil alles, was man macht, erfordert viel Überwindung. Und ja, man muss halt so bereit dafür sein, so mental und körperlich auch. Und es ist zeitintensiv. Genau, sehr viel. Zeitintensiv. Wie lange braucht es so? Das ist unterschiedlich. Also manche Sexualtherapeuten empfehlen zum Beispiel, jeden Tag zu üben. Ich habe es immer gerne erkunden genannt, weil üben klingt so nach einer Pflichterfüllung und nach Hausaufgaben. Ich habe alles mal ausprobiert. Ich habe mal ab und zu, ich habe mal das versucht, 3-4 Monate jeden Tag zu machen. Und das ist dann sehr zeitintensiv. Wie funktioniert sowas denn? Du machst es dir bequem. Entspannung ist ganz wichtig. Du kannst es auch mit Lust noch vorher versuchen oder einfach nur entspannt darlegen. Gleitgel ist ein sehr, sehr guter Freund. Ach, jedenfalls für mich. Auch beim Vaginaltraining. Das hier sind auch Dilatoren. Die sind jetzt aus unterschiedlichem Material. Es gibt die aus Glas. Das ist Silikon. Ich glaube, das hier ist auch Silikon, oder? Das ist auch Silikon, ja. Aber das ist hier, also wenn ich die kleinste Größe nehme, die hat Vibration. Das heißt, das ist nicht nur zum Üben sozusagen, sondern auch zum Spaß haben. Ja, genau. Das ist Sextoy und Dilator in einem. Genau. Und also ich persönlich mache das, diese Üben mit Dilatoren wirklich nur, wenn ich darauf Lust habe, also von die Größe zu wechseln. Es kann auch nicht so leicht sein, ne? Also wenn man schon mit so Ängsten zu tun hat. Könnt ihr sagen, welche Größen ihr verwendet? Also ich bin jetzt bei dieser kleinste Größe im Moment. Vielleicht morgen mache ich den. Ich bin bei der Größe, mit der habe ich noch ein bisschen zu kämpfen. Also ich habe sehr viel mit Dilatoren erkundet und das ist auch etwas, was mir sehr gut hilft. Und ich bin auch fast an einem Punkt, wo Vaginismus fast vorbei ist, aber noch nicht ganz. Und ich glaube, es gibt auch nie den Punkt, wo man sagt, heute hat es geklappt und dann ist der Mist vorüber. Es bleibt ein Prozess. Die Idee hinter den Dilatoren ist ja auch, dass irgendwann der Sexualpartner oder die Sexualpartnerin mit ins Spiel kommt und den Dilator einführt, also um die Kontrolle abzugeben. Und das ist auch nochmal ein Unterschied, weil man kann sich den Dilator selber einführen und keine Schmerzen haben, aber dann führt es eine andere Person ein und es tut wieder weh. Und wie lange hast du gebraucht? Du hast gesagt, du bist jetzt bei dieser Größe. Wie lange hast du gebraucht, um zu dieser Größe zu kommen? Ich habe das jeden Tag gemacht, 4-5 Monate. Genau, also man bestellt ja ein Set und das sind Größe 3, 4, 5. Also Größe 1, 2 habe ich in meinem Erfolgswahn schon weggeschmissen, weil ich dachte, die brauche ich nicht mehr. Wie ist das denn, wenn ihr datet? Wann sprecht ihr an, dass ihr Vaginismus habt? Es ist auch immer eine große Überwindung, kostet immer viel Kraft, halt zu sagen, ich bin so anders. Du entscheidest selbst, ob du jetzt sagst, ich habe Vaginismus oder nicht. Du kannst ja auch einfach sagen, dass du halt keinen penetrativen Sex willst. Das ist auch okay. Man muss es halt nicht gleich benennen. Also jetzt mache ich es so, wenn ich merke, ich will mit der Person intim werden, dann erzähle ich das. Ich überlege es mir jetzt mehr, weil ich bin immer so für transparente Kommunikation, aber die Person, mit der du bist, muss das auch wertschätzen. Ich kann es nicht sofort erzählen. Bei meinem jetzigen Freund, dem habe ich es, glaube ich, nach 2-3 Monaten erst erzählt. Also ich muss mich gut aufgehoben fühlen bei jemandem, weil dann, glaube ich, vielleicht noch die Angst drin steckt, dass jemand dann einen nicht mehr möchte. Also ich
brauche eher ein bisschen Moment, um mich zu öffnen. Stört es euch denn, dass ihr keinen penetrativen Sex haben könnt? Ich glaube, stören ist für mich das falsche Wort. Ich will es gerne erleben. Also ich möchte es jetzt zum Beispiel nicht besiegen, weil ich Kinder kriegen will. Das kann man auch so. Es ist für mich eine sexuelle Spielart, zusätzlich zu anderen Spielarten. Und ich hätte eigentlich einfach Bock drauf, das mal zu erleben. Und es hat was für mich, auch was mit Nähe zu tun. Es stört mich jetzt nicht. Wie ist es bei dir, Laura? Vaginismus zu haben, ist so ein bisschen wie Laktoseintoleranz. Ich kann diese eine Speise nicht essen, aber halt die allen anderen. Und ja, deswegen stört mich mein Vaginismus auch nicht so sehr. Wenn ich so denke, oh, da muss ich da so viel durch hier noch ganz groß sind und wie viele Stunden verwende ich dafür, dass ich diese vaginale Penetration haben kann, dann überlege ich, okay, wo möchte ich meine Zeit verbringen, womit und ob das jetzt ein so hohes Priorität ist. Melek, wie denkst du drüber? Man findet Wege, deswegen vermisst man es nicht oder, also vermisst, man weiß ja gar nicht, wie es ist, aber du hast dann deine Art und Weise, wie du da rangehst. Und auch wenn du Porno schaust und dir denkst, oh, die ist aber elastisch und dann ein bisschen eifersüchtig wirst, es ist halt am Ende okay, weil man kommt ja, also die Lust wird ja erfüllt. Also Pluspunkt ist, man muss halt keinen Orgasmus faken, weil man halt für deinen Orgasmus kämpft. Viele Frauen kommen ja nicht durch penetrativen Sex. Und wenn man Vaginismus hat, dann versucht man halt neue Wege zu finden. Und dann entdeckt man die Klitoris und dann braucht man keinen Penis. vielleicht. Auch wenn man keinen Vaginismus hat, sollte man einen Spiegel nehmen und sich mal unten anschauen, einfach, um sich selbst kennenzulernen, von innen. Wisst ihr, was bei euch die Ursache ist? Es gibt keinen richtigen, konkreten Auslöser. Ich habe gemerkt, als ich meine erste Regel bekommen habe, dass Tampons für mich sehr schwierig sind. Ich habe sehr lange Binden getragen, weil das einfach viel zu sehr wehgetan hat. Ursachen ist bei jeder Betroffenen total unterschiedlich. Es können traumatische Erlebnisse sein, es können generelle Anspannungen sein. Aber richtig konkret sagen, was jetzt der genaue Auslöser ist, kann ich leider nicht benennen, weil dann könnte man das auch schneller beheben. Also bei Frauenärzten fühle ich mich gar nicht so aufgehoben, wenn es um Vaginismus geht. Denn ich denke, also die meisten oder die ich kenne, wissen gar nicht viel darüber oder gar nichts. Das liegt halt daran, dass es halt nicht erforscht wurde. Also Google hat mir viel mehr geholfen. Ich hatte Schmerzen und ich bin zu Gynäkologin gegangen, nicht mal mit der Idee, dass das ein Problem sein könnte. Also mit Menstruation hatte ich keine Probleme und Tampons konnte ich damals einführen. Und sie hat gesagt, ja, die Hymen muss, so eine kleine Operation muss eingeschnitten werden, aber du kannst das mit Wein vielleicht doch probieren. Welchen Effekt hätte der Wein haben sollen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Genau, also sie meinte, ja, trink mal Wein. Hat das funktioniert? Nee, das hat mit dem Wein nicht funktioniert. Ja. Ich hatte auch meine erste Gynäkologin, wusste auch nichts von Vaginismus. Sie hat mir statt Rotwein Schmerztabletten empfohlen. Schmerztabletten, damit du Sex haben kannst? Also penetrativen Sex? Ja, oder? Genau, damit es nicht wehtut. Vaginismus ist ja nach allem, was man weiß, heilbar. Und ich habe im Internet gesehen, es gibt Therapeuten oder so Kurse, die versprechen, dass man in 2 bis 3 Wochen schmerzfrei sein kann. Genau, also diese Angebote klingen extrem vielversprechend und machen auch Hoffnung, wie ich finde, an einer falschen Stelle, weil diese Angebote meistens mit sehr viel Kosten verbunden sind. Und es gibt nie eine Garantie. Also wenn ich jetzt für 4 Wochen irgendwie 2000 Euro auf den Tisch packe und das bringt nichts, ist das einfach wahnsinnig frustrierend. Ich habe das jetzt schon über 15 Jahre damit zu tun. Ich bin jetzt am Punkt, wo ich denke, okay, ich glaube wirklich daran, dass ich es irgendwann hinter mir bringe, aber ich glaube, es könnte immer ein Thema für mich bleiben. Ein Thema meine ich nicht unbedingt Vaginismus, sondern eine Grundanspannung. Ich glaube nicht, dass 3 Wochen für eine Person reicht. Es ist viel zu schnell. Es ist halt ein langer Prozess und man braucht die Geduld und halt die Nerven dazu. Man muss halt
wissen, dass man halt nichts machen muss. Und es dauert halt. Das kann man nicht von heute auf morgen. Ja, Vaginismus ist auch gut heilbar. Aber wenn man das nicht möchte, muss man auch sich nicht quälen. Genau, das würde ich auch sagen. Also nicht zwingen für gar nichts und auch für niemanden. Ne? Also wenn einer sagt, nee, lass es machen. Also man muss gar nicht so, wie du bereit bist. Es ist eigentlich teuer, von Vaginismus betroffen zu sein. Es ist teuer. Schon Sexualtherapie, also es kommt wahrscheinlich immer auf den Therapeuten auch an, aber da, wo ich hingehen wollte, war eine Stunde war da 80 Euro. Das sind schon viel, ne, wenn man da öfters hin will. Und muss man das privat bezahlen? Das muss man privat bezahlen. Das übernimmt die Kasse gar nicht? Das übernimmt die Kasse nicht. Ich habe auch jetzt keinen Therapeuten getroffen, wo es die Kasse übernimmt. Sonst die Laturen sind ja auch teuer. Diese muss man selbst kaufen, also ist halt aus Großbritannien. Ne? Und diese hier, ich weiß nicht, wir haben nicht, das ist von dir, Julia. Ne? Die werden bezahlt mittlerweile, glaube ich. Die übernimmt die Krankenkasse. Es gibt auch noch, glaube ich, noch ein paar andere Modelle, die Krankenkasse übernimmt. Aus Plastik, genau, ja. Wie teuer sind die denn, wenn man die selber kauft? 5 Stück, 60, 70 Euro bestimmt. Ihr seid ja alle in einer Selbsthilfegruppe. Wie hat euch das denn geholfen, damit umzugehen? Es hat sehr lange gedauert, bis ich mich getraut habe, überhaupt mitzumachen. Mein schwuler Freund, der hat mich immer gezwungen, mach das. Und er hat eigentlich angerufen als erstes. Dann sollte man eine E-Mail schicken. Und dann habe ich es gemacht, habe sofort eine Antwort bekommen, dann war ich dabei. Und es ist halt schön, da fühlt man sich halt aufgehoben. Nicht so wie beim Arzt oder so. Man lernt halt vieles, wenn man halt so wie ich, wenn man am Anfang kommt und nichts weiß. Und dann reden alle so offen darüber. Es gibt keine Scham, keine Hemmung. Man kann einfach sich darüber unterhalten und einfach so frei sein. Das ist halt sehr schön. Würde ich unterschreiben, also dass die Selbsthilfegruppe ist auch so, das kostet nichts. Ne? Man muss nur vorbeikommen. Und was ich so toll an der Gruppe finde, dass wir auch so teilen, auch unsere Erfahrungen mit verschiedene Therapiemethoden und ob das geklappt oder nicht. Und dann, wenn man halt wirklich Menschen sieht, die dasselbe durchmachen und wenn man mit denen über Dating-Stories reden kann, Therapie-Stories reden kann, dann ist es ein wirklich gutes Gefühl. Wenn man sich ja sonst irgendwie alleine fühlt oder alleingelassen fühlt, genau. Und da ist man halt im geschützten Raum überhaupt nicht alleine. Findet ihr das schwer, mit Freunden oder mit Familie darüber zu sprechen? Ja, ich finde das sehr schwer. Vor allem, wenn Freunde dann immer erzählen, ich hatte so krassen Sex. Und das war cool, ja. Es ist auch sehr so mit der Scham verbunden. Irgendwie, ich weiß auch nicht, warum das so beschämend ist, keinen penetrativen Sex zu haben. Ich meine, am Ende ist es halt Sex. Aber sehr viele verstehen das dann nicht. Ich glaube, wir wünschen uns alle drei, dass das Thema ein bisschen mehr Präsenz, nicht nur ein bisschen, sondern eine viel mehr Präsenz bekommt bei den Ärzten vor allem. Ich glaube, das ist extrem wichtig für die betroffene Person. Ich sehe Vaginismus auch nicht nur so als medizinisches Problem, sondern als gesellschaftliches Problem. Sex ist nicht unbedingt nur diese heteronormative vaginale Penetration und die Versorgung auch könnte eigentlich viel, viel besser werden. Also der zum Beispiel Zugang zu Dilatoren oder dass ich finde, dass Sexualtherapie sollte eigentlich zu Kassenleistungen gehören und Psychotherapie sollte auch leichter zugänglich sein. Also wenn man von Vaginismus betroffen ist, bekommt man keine Psychotherapie, obwohl das ja oft ein psychisches Problem ist, oder? Verstehe ich das richtig? Ja, genau. Das gilt dann halt als Sexualstörung, was ich auch nicht so sehen würde. Also wenn du so lange leidest, dass du vielleicht Depression davon bekommst, dann kannst du das jetzt die Psychotherapie machen. Aber so eine Betroffene könnte schon längst die Vaginismus geheilt haben. Vaginismus ist also ein Thema, was viele gar nicht auf dem Schirm haben und um das es wenig Wissen gibt. Umso mehr freut es mich, dass ihr heute zu Gast wart und eure Gedanken und Erfahrungen dazu geteilt habt. Vielen Dank.